Es geht weiter mit unserem Füllhalter-Test. Als erstes kommt der jetzt der Herlitz My Pen. Und wir haben hier Carla und sie schreibt mit diesem Füller. Wie kommst du immer mit zurecht? Der ist wundervoll. Ja? Gefällt dir auch. So, vom. Genau, sag mal nochmal schnell. Genau. Und? Wollt ihr auch noch was dazu sagen? Wie findet ihr den Füllhalter? Also das Schriftbild sieht schön aus. Genau, ein Mondgesicht lässt sich auch gut damit malen. Ja, dann lege ich ihn hier nochmal hin. So, genau, und dann haben wir fast den gleichen. Und jetzt kann das fotografiert werden. Nee, das wird schon die ganze Zeit gefilmt. Siehst du, wir sind schon auf Sendung. Jetzt kommt das etwas ältere Modell. Mal sehen, ob der genauso gut schreibt. Ja, da schreibst du nochmal. Direkt da drunter. Direkt da drunter. Genau. Rocco ist unser Regisseur. Weil der ist ganz oben dann. Genau. Passt noch auf mit auf Bild. Genau. Auch ein Mond. Was ist das diesmal? Peace. So, das ist also der My Pen von Herlitz. Genau. Wo ist der andere? Genau. Wen haben wir da noch zu Gast? Hier haben wir noch eine Testperson. Wie heißt der? Flamm. Der wird das auch noch mal kurz begutachten. Und wir haben noch eine Testperson hier. Eine Hummel. Was ist das? Eine Hummel. Ach so, genau. Sieht genau aus wie ein Spieler von Borussia Dortmund. So, genau. Das. So, diese beiden Füller sind jetzt schon mal. Jetzt nimm den nächsten. Vielleicht über einen anderen Farbenbänden? Genau. Ja, stell dich dahin. Das ist jetzt der Pelicano von Pelikan. Schreib mal damit, wie der schreibt. Genau, was sagst du dazu? Und jetzt. Merkst du jetzt? Dann verwackelst du das. Da darfst bisschen. Du nicht drankommen. Ne? Okay. Also. Schauen richtig gut. Nee. Oh, wer saust hier durchs Bild? Also, das war der Pelicano von Pelikan. Wie schrieb der? Ja, ganz toll. Okay. Mach jetzt mal eine andere Farbe. Nicht nur dunkelblau und blau. Ne, alle haben ungefähr blaue Patronen. Jetzt kommt ein alter, jetzt auch kommt der typisch. Der da. Genau, jetzt kommt der typisch der Schulfüller überhaupt. Von Pelikan, der Pelikan. Rocco, der darf es nicht. Ja, Rocco, nicht wenn du am Stativ und am Tisch wackelst, dann verwackelt das Bild. Okay, so, jetzt kommt das nächste. Ja, schreib los. Fetz los. Genau. Ne, da drüber sind wir nicht im Bild. Du musst hier schon schreiben. Okay. Also? Was sagst du dazu? Was kommt jetzt? Jetzt kommt das Doofgesicht. Genau. So, jetzt, wie schrieb der? Das war ja schon ein älteres Modell, bestimmt 30 Jahre alt. Aber er schreibt immer noch gut, oder nicht? Jetzt geht's nach Frankreich von Mappedil. Schwarzen. Ja. Disco. Genau, jetzt kommt dieser hier von Mappedil. Probier mal aus, wie du damit zurechtkommst. Wie findet ihr selber den? Selber gekauft oder selber gemacht? Ne, der ist gekauft. Jetzt schreibt er drunter, sonst sind wir nicht auf Sendung. So, Carla, was sagst du zu diesem sensationellen Modell? Wohl eher ein Kindermodell. Ja? Genau, dann probieren wir den gleichen für größere. Was sagst du dazu? Und was ist denn? Und, hier? Oh, nee, du darfst nicht gegen das Stativ wackeln. So, jetzt. So. Was sagst du? Also, lässt sich gut mit ihm schreiben. Okay, ja, dann gib mal hier rüber. Den hatten wir ja schon gehabt. Jetzt kommt ein sehr schöner Stift von Städler. Probier den jetzt mal aus hier. Genau, schreib mal an der Stelle, wo er eben lag. Genau, da sind wir gut auf Sendung. Siehst du?
Gut? Genau. Perfekt. Kommst auch gut mit zurecht, oder nicht? Mhm. Ja. So, dann. Darf ich kurz was anmerken? Ja. Es wäre besser, wenn du das Video in verschiedenen Tags machst. Warum? Es wird etwas lang, das ja? Video, oder? Ja. Das wird jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der Faber-Castell-Schulfüller. Erstmal die Lichter in der Hand. So, genau, der hat ja auch ein schönes Tintenfenster hier, seht ihr, da kann man immer sehen, ob eine volle Patrone drin ist, ne? Ist und? Eine volle, ja, ist. Genau, so, und Carla, was hast du jetzt hier noch zur Auswahl? Der hier. Genau, wir sind nochmal wieder bei Mappede. Probier mal, wie der schreibt. Aber und alle Holzfüller hier hast du selber gemacht, oder? Ja, die ja, aber jetzt diese. Und guck mal, wie lang die ja. Da sind. Ja. Warten müssen die lang sein. Genau. Das war also der Map. Jetzt kommt einer der bekanntesten überhaupt, das ist der Laminex. Jawohl, was sagst du dazu, Karla? Liegt der gut in der Hand? Ja. Kann man gut mitschreiben? Okay. Jetzt kommt von der Firma Bic der Easy Click. Den kennt ihr ja schon, ne? Ich habe auch einen Bic, nur das ist meiner. Hast du nicht auch so einen, Karl, zu Hause? Ich habe so einen. Habt ihr gut? Blau. Das, nur das außen blau ist. Ja. Was sagt ihr zu dem? Rocco, was sagst du zu dem? Gut. Ist er noch heil? Wie lange hast du ihn denn schon? Den hast du schon die Zeit, ne? Und ist immer noch heil geblieben? Ja. Genau, jetzt kommt von Schneider, kommt ein Füllhalter. Wir sehen hier, der hat auch den Vorteil, dass er hier die Wegrollsperre hat. Der rollt also nicht vom Tisch. Probier mal aus. Das ist ja verschadet. Ich liebe es, mit meinem Füll rumrollen zu können. Ja. Ach, du machst es gerne? Ja. Normalerweise sollen sie aber nicht rollen. Sonst geht das. Hallo. Hallo. Ist er? No, okay. Mein Gehirn. Ja. Estamos aquí en un test de so. Dieser genau. Hier. Nochmal mal bitte. Ja, der kommt gleich. Wir haben ja jede Menge Füller. So. Okay, kennt ihr die schon? So. Ja. Ja. Das Juno und Rocco. Ja. Genau. Hallo. So. So. Ja, estamos filmando. Was sagst du dazu? Und wo soll der hin? Musst der da liegen oder? Ja, das ist ein Kugelschreiber. Die sind heute nicht im Programm. So, Carla? Oder wollen wir Rocco auch mal ranlassen? Ja? Oder Juno? Nein. So, Carla, wir kommen so langsam, kämpfen wir uns voran. Was findest du das ist jetzt das also, was die, das ist der Griffix von Pelikan. Schreib mal mit dem. Was sagst du als Schülerin dazu? Würdest du den nehmen oder ist der mehr was für? Also mit dem lässt sich gut schreiben, aber ich würde ihn nicht, wahrscheinlich nicht nehmen. Ist mehr für die erste Klasse gedacht, oder? Ja. So. Aber erste Klasse hat man noch keine Füller. Du hattest schon Füller. Jetzt nochmal Pelikan. Und dann so. Auch der hier. Genau. Mal sehen, ob der. Nein. Genau. So. Ja, warte mal, sind wir. Genau. Ne, ein bisschen weiter runter. Da musst du schreiben. Dann haben wir es im Bild. So. So, nochmal Pelikan. Ähnlich wie der Pelicano. Wie gefällt dir der? Gut? Ja. Achso, und Rocco wollte jetzt hier gerne nochmal, dass du den ausprobierst. Das ist ja ein Kalligrafiefüller mit einer Kalligrafiefeder, die in den unterschiedlichen Richtungen anders schreibt. Probier mal den aus. Was sagst du dazu? Ja. Gut? Ja, ich. Machst du solche Füller gerne? Ich mag gerne solche dunklen Töne.
Also jetzt von der hier kommt jetzt noch ein älteres Pelikan-Modell. So, ja, da probiert mal aus. Wie schreibt der? Genau, aber das ist ja jetzt eine, aber jetzt dunkler schreibt oder so, das ist ja, hängt von den Patronen ab, ne? Was mal jetzt unschön ist, ne? So, ja. Nimm doch mal diesen Rotring, wie schreibt, das ist der Schulfüller von Rotring, probier mal. Wie gefällt dir der? Hattest du ihn getestet, ob er gefüllt der ist? Der hat jetzt auch eine Nicht-Wegrollsperre. Ja. Eine Wegrollsperre. Ja, genau. So, soweit machen wir mal. Wir bedanken uns hier bei Carla. Hier haben wir nochmal die Füller im Bild, die wir getestet haben. So. Achso, der war. Genau. Okay. Genau. Also wir haben gesehen, es war eigentlich kein schlechter Füller dabei. Du konntest mit allen gut schreiben, oder? Ja, dann bedanken wir uns bei Carla und gehen mal von Sendung.